unfassbar, wie viele Menschen uns kennen. Unser Wort ist Gesetz, wir setzen die Trends. Pyros sind überall, das kriegt jeder mit. Alle staunen über Pyro-News, Ed und Schmidt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es was ganz Besonderes. Ihr seht schon, Kanonenschlag in altdeutscher Schrift geschrieben. Ja, das ist vom Opa vom Dachboden. Kleiner Spaß beiseite. Ist natürlich F2-Feuerwerk, ganz normales F2-Feuerwerk. Das ist Pyro-Union Kanonenschläge. So sehen sie aus. Richtig schönes Design, richtig schön alt gemacht, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Hier ist noch so ein kleines schönes Blättchen dabei. Qualität hat einen Namen, der Kanonenschlag von Pyro-Union. Richtig genial. Dann hier die lilanen gibt's. Dann die roten, also auch richtig schön gewirkt. Hier hinten, das nennt man gewirkt, wenn die so ein bisschen zusammengepresst sind. Und hier diese grauen noch. Würde ich sagen, fangen wir mal an mit den grauen. Nehmen wir jetzt einen hier weg. Also die haben richtig Schmackes, also Wahnsinn, was da für Druck dahinter steckt. Jetzt den lilanen. Und jetzt noch den roten. Also der Druck ist richtig immens bei den Teilen. Ich kann euch empfehlen, aber die Böller halt hinzustellen. Hinlegen geht auch. Aber da müsst ihr halt beachten, dass die Enden halt jeweils vorne und hinten nicht auf Personen zeigen. Weil die schießen gerne einfach mal raus, die Böller. Ja, jetzt machen wir einfach mal hier so einen schönen Kanonenschlag. Halbkreis von den Dingern. Also Leute, das ist eine absolute Empfehlung von mir. Altdeutsche Kanonenschläge kosten zwar ca. 3,50 Euro das Stück, also jeder Böller 3,50 Euro, aber es lohnt sich einfach. Es lohnt sich einfach, dieses 12er Pack zu kaufen. Es ist unfassbar. Erstens die Nostalgie. Ja, man wird an ältere gute Zeiten erinnert. Und das ist einfach der Wahnsinn, diese Böller auch als Sammlerstück. Mega geeignet.